Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute geht's weiter mit Let's Play Mass Effect 3 und ich wünsche euch ganz einfach viel Spaß mit der Galaxiekarte. So, dann wollen wir mal die Citadel verlassen und uns ja in neuere Sphären begeben. Ich werde, was ich demnächst wieder ohne euch spielen und Let's Playen werde, ist, dass ich diese ganzen einzelnen Galaxien hier anfliege und noch ebenso abklappere, was es da so zu erledigen gibt. Das ist wirklich immer nur mal, man klickt das an, fliegt das hin, schickt eine Sonde und so. Das dauert aber stellenweise halt wirklich eine Dreiviertelstunde und eine Dreiviertelstunde darüber zu reden, dass es da eigentlich nichts reden gibt, ist relativ müßig. Dann werden wir demnächst auf jeden Fall hier diese Außenzone besuchen und mit den Quarianern reden. Das wird auch sicherlich ein ganz schönes Ding sein. Dann haben wir jetzt hier zwei Missionen offen. Das ist einmal hier die ehemaligen Cerberus-Wissenschaftler finden und die Asari-Kolonie untersuchen. Das sind, wie ich weiß, das hier habe ich schon gespielt. Das spiele ich jetzt zum zweiten Mal. Deshalb werden wir da auch keinen Erfolg sehen, wenn ich das hier durchgespielt habe, leider. Und Asari-Kolonie ist, wie ich aus dem Lösungsbuch gesehen habe, das habe ich schon so durchgeblättert, scheint auch eine ganz tolle Mission zu werden. Freue ich mich auf beides drauf und ich spiele das hier als erstes, ja, weil ich das auch bei meinem ersten Let's Play, wo leider die Aufnahme nicht korrekt war, so gespielt habe. Und deshalb geht's jetzt ab ins Minosödland, ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden. Wupp. So, ich glaube, ich habe das im letzten Video schon erzählt. Da werden wir auch alte Bekannte treffen. Und irgendwie, ja, hat mir beim Spielen ganz gut gefallen. War jetzt nicht allzu schwierig. Zocken wir das jetzt einfach nochmal durch. Ich habe schon befürchtet, ob ich meinen Schwierigkeitsgrad vielleicht aus Versehen verstellt habe. Das werde ich jetzt gleich nochmal checken. So, hier müssen wir noch hin, nach Galax. Und Galax wurde den Kurganern nach dem Ragni-Krieg überlassen. Bla 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 bla. Ich lande hier einfach mal. Mann, ich sollte einfach immer direkt die Knöpfe hier drücken mit Laden und so. Man labert immer so und sagt, denkt sich dann so, jetzt drücke ich den Button und dann geht's los. Und na Logo, dann lädt's ja erst. Dann haben wir nochmal so 20 Sekunden Pause, wo ich auch irgendwas erzählen muss, damit ihr euch nicht langweilt. So, Gruppenauswahl. Ich würde ganz gerne mal Ashley mitnehmen, weil die halt neu mit dem Team ist, weil ich die noch nie gespielt habe. Oh, guck mal, wie klein Ashley ist. Oh, Ashley ist so klein. Aussehen ändern. Jetzt so eine Info. Die habe ich vom Maki. Schönen Dank an der Stelle, das ist mir vorher gar nicht so sehr aufgefallen. Wenn wir jetzt hier Info knicken, hat, klicken, dann hat die einen Panzerungsbonus Schilde plus, 75, plus 25%. So, wenn ich dir jetzt hier ein anderes Aussehen gebe, wow, das Ninja-Outfit, oder? Können wir jetzt hier auf die Infos gehen, hat die einen höheren Waffenschaden. Also je nachdem, was ihr hier für ein Outfit wählt, macht sich das hier auch ganz einfach auf die Fähigkeiten bemerkbar. So, ich fand das hier eigentlich ganz hot. Muss ich sagen, mal gucken, wie sich das hier so auswirkt. Waffenschaden 25%, da kann ich gut mit leben. Das sieht so ein bisschen aus wie Minirock und High Heels, oder? Da kann ich ganz gut mit leben, muss ich sagen. Zack. So, und jetzt kommen Cerberus-Leute. Da könnte es sein, ich glaube, ja, es kommen Cerberus-Leute, dass sich da Phantoms drunter befinden. Deshalb nehme ich auch Liara mit. Das checken wir jetzt auch mal eben, was die hier hat. Aufladekräfte 25%. Ja, wir wollen viel mit den Kräften kämpfen, wenn wir Liara mitnehmen. Ich nehme sie hauptsächlich wegen Stase mit und deshalb nehme ich die jetzt mit und los geht's. Jetzt können wir sicherlich auch noch neue Punkte verteilen, weil ich bin ja fleißig aufgestiegen und bei Ashley müsste ich so oder so eine Menge Erfahrungspunkte verteilen können, weil wir die ja noch nicht gespielt haben. Schauen wir einfach mal. So. Da bleibe ich bei der Mantis, da können wir uns aber mal eben ganz kurz die Waffenmods angucken. Konzentrationsmodul habe ich drauf. Ist das das erste, was ich habe? Was habe ich hier noch? Das ist das verbesserte Visier. Dadurch kann ich auch durch den Rauch sehen. Ich denke mir manchmal, guck mal hier, wenn ich das den Lauf hier drauf knalle,
habe ich natürlich einen immensen Schaden. Das werde ich jetzt mal probieren. Der Nachteil dabei ist, dass ich nicht mehr durch den Rauch sehen kann. Ja, das ist halt nicht so der Hit. So. Gucken wir mal, was wir hier haben sonst noch. Haben wir hier mal was Neues? Hier werden wir auch den Magazin, ist okay. Was war das vorher? Ich werde hier generell einfach... Guck mal, da Schaden macht sich eigentlich nicht so sehr. Ich mach das mal so. Ich hab das... Ist eigentlich auch... Ja, was weiß ich. Fertig. Zack. So. Ja. Ja. Auch okay. Glaub ich, oder? Was gibt's hier sonst noch? Ja, das ist mir eigentlich auch egal. Die spielen sich eh immer gleich. Also, solange es hier noch nicht hektisch ist. Oh, die spielt die N7-Variant. Die macht nicht so viel Schaden, wie ihr sehen könnt, im Gegensatz zur Mantis 5. Deshalb packe ich hier natürlich auch die Mantis rein und gebe ihr... Na, die kann wahrscheinlich besser zielen als ich, das braucht ihr nicht. Wir geben ihr mehr Schaden. Und, ja, wir geben ihr hier diesen Durchschlagsmod noch mit. Wahrscheinlich spielt die jetzt besser als ich. So, das ist gut so. Und hier die Avenger lassen wir hier einfach auch drin. Da geben wir hier einfach noch ein bisschen mehr Wumms. So, Zielfernrohr ist ja eigentlich Quatsch. Spielt ja ansonsten Sniper. Deshalb bekommt sie hier die Laufverlängerung. So, das ist auch okay. So, fertig. Jetzt kommen wir zur Punkteverteilung. Ich habe 12 Punkte über. Sinnvolle Sache wäre jetzt taktische Tarnung komplett hochzuspielen auf Kopfschussschaden. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Das wäre hier. Das würde mich jetzt 5 Punkte und 6 Punkte kosten. Dann hätte ich 11 Punkte von diesen 12 weg. Ich werde aber jetzt einmal, glaube ich, Sabotage erhöhen. Ich weiß nicht, wir bekommen es ja noch mit den Guests zu tun, oder? Erhöht sämtlichen Tech-Schaden am Ziel. Das wäre sicherlich hier auch nützlich für den Atlas. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt einfach. Ich erhöhe jetzt einfach mal hier meine Hack-Fähigkeit. Oder soll ich mir Punkte sparen? Wir können auch mal einfach Punkte sparen und hier nur Disruptor-Munition bis oben hin aufpowern. So. Langes Rumgerede. Ich level hier nur die Disruptor-Munition auf und dann wollen wir mal gucken, was ich beim nächsten Mal so noch benutzen werde. Mir ist aufgefallen zum Beispiel, ich habe Verbrennung jetzt bis oben hingepowert, spiele ich aber immer seltener. Ja, ich verlasse mich in letzter Zeit immer mehr auf die Snipe, deshalb kommt es mir vielleicht auch so einfach vor. So, dadurch wird meine Disruptor-Munition eigentlich auch nochmal erhöht. Ich gebe ihr mehr Kopfschussschaden, ist halt auch ein Sniper. Und ich gebe ihr hier das, zack, haben wir die Punkte schon mal verteilt. Und Schütze werden wir natürlich auch erhöhen. Hier, zack, zack, zack. Wie viele Punkte haben wir noch? 8. Soll sie schneller schießen oder genauer schießen? Was meint ihr? Ich lasse sie mal schneller schießen. Ah, nicht mehr genug Punkte. Okay. Wen haben wir noch? 4 Punkte. Verteile ich ihr jetzt gar nicht. Da werde ich beim nächsten Mal eher Warp-Munition nochmal aufleveln. So. Okay. Los geht's! Jetzt haben wir viel, viel Zeit damit verbracht, Kräfte einzuteilen, oder? Das ist aber häufig so. Ah, dann wollen wir gucken, was uns hier erwartet. Beziehungsweise, ich weiß schon, was uns hier erwartet, weil ich hab's ja schon mal gespielt. Wollen wir mal gucken, was euch so erwartet. Ich habe heute Morgen im Lösungsbuch nachgeschlagen. Oh, es geht los. Psst. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir wissen kaum was. Sir, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Rüstung vor! Sperrfeuer!
Ich brauche Deckung! Hey Jacob. So, kanntet ihr den? Das war Jacob aus Mass Effect 2. Diesen Ort verlassen hat. Schon gut. Bleiben Sie einfach in Bewegung. Eigentlich einer der ersten Charaktere, die wir in Mass Effect 2 treffen, nachdem wir von Cerberus wiederbelebt wurden. Los, lad nach. Oh, ich hab vorbeigeschossen. Scheiße. Oh Mann, ich wollte auch immer gut zählen. Hatte ich mir vorgenommen in nächster Zeit. Bam. Ist der nicht tot? Doch, oder? Oh, kein Headshot gegeben. So, dann muss ich jetzt mal eben Folgendes machen. Achso, ich habe auch Disruptor-Munition noch gar nicht aufgerüstet. Level ich die extra auf und benutze sie nicht. Oh Mann, ich bin besoffen heute Abend, glaube ich. Lad mal nach, du Pflaume. Ich habe auch noch mehr Kraft, wenn ich mich unsichtbar mache. Bau. Alles gesichert. Sind noch Zivilisten am Leben? Ich wollte das doch mal gucken. Option. Gameplay. Steht das auf easy? Nee, steht auf normal. Ich find's wirklich leicht. Ich find's wirklich, wirklich leicht. Also, es hieß ja, dass Mass Effect 3 schwerer geworden ist. Ich finde es jetzt nicht schwerer geworden. Ich finde es irgendwie echt einfach. Ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich nicht eigentlich eine höhere Schwierigkeitsstufe genommen habe. Ja, weil die Herausforderung echt besser sein könnte. Ja, Jacob, ich komme jetzt gleich. Ich weiß... hier geht's runter. Dass ich hier beim ersten Mal spielen was übersehen habe... Und zwar gibt es hier irgendwie, ich glaube, eine Laufverlängerung für Sniper. Ich weiß aber nicht, wo die war. Und deshalb mache ich jetzt gerade Folgendes, bevor ich zu Jacob gehe. Der verblutet mir schon nicht. Das ist ja eh alles zeitlich unabhängig hier. Gucke ich mal eben hier diese Ecken durch. Ich weiß nicht genau, wo ich die vergessen habe. Ich will jetzt auch nicht so hingehen, das Lösungsbuch holen, wo dann steht, ja, achten Sie darauf, wenn Sie an der Leiter hochgehen, bla bla bla. Oder so, also irgendwo muss dieses Ding liegen. Und da stand noch sowas wie, kann man leicht übersehen. Also... ist es irgendwo so eine Ecke, wahrscheinlich immer, wo was Storymäßiges passiert, dass man halt ganz einfach schneller vorbeiläuft. Jacob hustet sich da oben ein zurecht. Wer ist da? Ich bin Shepard! Ich gehe jetzt mal noch nicht zu ihm hin. Wer weiß, ob hier irgendwo was liegt. Muni, 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 Muni. Ja, ich bin's. Stell nicht so an, du Pflaume. Also hier ist nirgendwo ein Upgrade, was ich vergessen haben könnte. Also kann ich auch mit Jacob reden, oder? Was blinkt da hinten noch? Er ruft schon nach mir. Hey, ich fand den wirklich gut. Den konnte man gut mitnehmen. Der war zwar eigentlich vom Charakter her ein bisschen blass in Mass Effect 2, aber so spielerisch war es ein guter Charakter. Ja, ich bin's. Bist du blind? Ich stehe vor dir. Jacob! Wie schlimm? Ich werd's überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn.
So, jetzt haben wir 15 Minuten rum. Jetzt könnte ich Folgendes machen. Ich könnte dieses Video cutten und sagen, so, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber ich glaube, das dauert, diese Zockmission jetzt dauert eh nur noch eine Viertelstunde. Und ich glaube, ich spiele das hier locker in einem Video durch. Wenn das zu lang sein sollte, dann schneide ich das an dieser Stelle. Ja. Jacob. Mir geht's gut, aber die anderen sind tot. Was machen Sie denn hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind sie weg? Jetzt schon, doch sie kommen wieder. Sind sie okay? Ja, das geht schon. Wenn sie mich nochmal retten, bin ich ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, Sie zu sehen. Danke, auch an Sie. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Sie sollen zu Cerberus gehören. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum will der Unbekannte Sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein. War doch klar, dass man sie finden würde. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Jetzt evakuieren! Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jemand sollte sich diese Wunde ansehen, Jacob. Ja, ja. Das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Sie kennen diesen Jacob? War der auch bei Cerberus? Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Dr. Brown, es tut mir so leid. Oh, Jamie. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Wir bringen Sie lebend hier raus. Das verspreche ich. So, habe ich jetzt das Video geteilt? Das weiß ich gar nicht. Das habe ich im letzten Video angekündigt, falls es das letzte Video war. Wenn das Video zu lang wird, dann habe ich das halt vorhin geteilt und ihr seht jetzt quasi den zweiten Durchlauf. Ich suche jetzt mal hier noch eben ein bisschen was ab. Credits gab es hier. Okay. So, ich weiß jetzt, wer hier vorne steht, Leute. Bin ich mal gespannt, ob ihr den erkennt. Also wenn ihr Mass Effect-Experten seid, dann wisst ihr, wer Dr. Archer, der Archer, ist. Commander Shepard, Dr. Gavin Archer. Wir haben uns beim Projekt Overlord kennengelernt. So kann man das auch sagen. Als Sie meinen Bruder zur Grissom-Akademie gebracht hatten, habe ich versucht, das alles hinter mir zu lassen. Sie bringen nicht zufällig Neuigkeiten von dort. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Akademie Probleme hat. Ich war in der Grissom-Akademie. Cerberus wollte die Studenten entführen, aber David geht es gut. Oh, Gott sei Dank, Commander. Sie ahnen nicht, was das für mich bedeutet. Etwas spät, um sich Sorgen über seine Sicherheit zu machen. Das habe ich immer schon. Sie halten mich für ein Monster und damit haben Sie auch recht. Es vergeht kein Tag, ohne dass mich in meinen Träumen verfolgt, was ich David angetan habe. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass er mir eines Tages verzeiht. Ja, das ist halt ein Charakter aus dem DLC. Overlord war eigentlich kein so schlechter DLC, hat jetzt nicht an den Shadow Broker DLC rangereicht, aber trotzdem habe ich gerne gespielt. Was ist mit Projekt Overlord geschehen? Der Unbekannte bestand nach ihrer Intervention darauf, dass ich eine neue Versuchsperson finde, die über dieselben Fähigkeiten verfügt wie mein Bruder David. Ich ertrug den Gedanken nicht, diesen Albtraum noch einmal zu erleben, also zerstörte ich meine gesamte Forschungseinrichtung. Overlord gibt es nicht mehr. Was machen Sie hier? Ich bin zu weit vom Weg abgewichen. Das war meine einzige Zuflucht. Als Junge wollte ich als Wissenschaftler in die Geschichte eingehen, der Welt etwas Gutes getan hat, eine Krankheit geheilt oder ein neues Element entdeckt. Nicht als Monster, das seinen eigenen Bruder gefoltert hat. Soll ich da nochmal nachfragen? Nee.
Was sagten Sie zum Unbekannten? Ich sagte, wenn er mit dem Teufel zusammenarbeiten wolle, müsse er nur in den Spiegel schauen. Ich wollte raus aus diesem Albtraum. Er hat Sie gehen lassen? Wenn es so gewesen wäre, würde ich mich nicht hier verstecken. Jeder Cerberus-Soldat in der Galaxie hat Befehl, mich ohne Vorwarnung zu erschießen. Ich muss gehen. Und ich werde nicht so tun, als hätte ich mich gefreut, Sie wiederzusehen. Das verstehe ich. Aber Commander, vielen Dank, dass Sie David gerettet haben. Beide Male. Instabile Chemikalien sind an Bord des Evakuierungs-Shuttles nicht zugelassen. So, weiter geht's. Interessant. Hat vielleicht einer von euch Overlord nicht gespielt? Was passiert an der Stelle? Trefft ihr den Kerl trotzdem und ihr wisst nur nicht, wer er ist? Sturmgewehrmagazin-Upgrade. Ich brauche sie hier oben. Seien Sie nicht so, die sind nur zu zweit. Das dauert höchstens. Warum ist hier eine Waffenmod-Station? Naja, okay. Das ist eigentlich auch egal. Brauche ich jetzt auf jeden Fall gerade nicht. Nicht zwingend, sagen wir mal so. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler sind hier? 43 plus Forschungsassistenten. Wie konnten Sie es bei so vielen geheim halten? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Brim, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment. Hier gibt's Familien? Kinder? Das ist wirklich der Gipfel. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht? Ja. Wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay, alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Na, jetzt geht's gleich los, Leute. Reden wir mal nochmal mit Brynn hier, oder? Dr. Cowell, haben Sie kurz Zeit? Natürlich. Wie ist Ihre Beziehung zu Jacob? Wir haben viel erlebt. Ein alter Kollege von ihm hat uns vorgestellt. Durch Jacobs Augen habe ich erkannt, was aus dem Unbekannten geworden ist. Ich war so in meine Arbeit verliebt, dass ich das Offensichtliche nicht sehen wollte. Mein Geldgeber war korrupt. Verstehe. Darum ist es auch wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn getan hätten. Habt ihr gesehen, die hat so ganz glänzende Arme irgendwie. Komisch. Was war eigentlich ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Für technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Ja. Wie sind Sie entkommen? Ich war eine loyale, langjährige Angestellte mit Freiheiten. Als der vierte Kollege verschwand, kamen wir zusammen und waren wenige Tage später weg. Und bisher hat Cerberus nie vermutet, dass sie direkt vor seiner Nase sitzen. Wir dachten wirklich, wir hätten alles bedacht. Wie demütigend.
Welche Arbeit von Ihnen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, eine Art Implantat. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Hui. Danke, Dr. Cole. Dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. So bin ich. Keine Punkte für guter Ruf? Schweinerei.